Nee, bevor das eigentliche Video anfängt, habe ich noch kurz was zu sagen. Und zwar habt ihr schon vielleicht im Thumbnail gesehen, dass dieses Video wieder mit Johannes ist. Und einerseits wollte ich mich sehr, sehr dafür bedanken, dass ihr so lieb zu ihm wart und auch im letzten Video so lieb kommentiert habt. Und dafür wollte ich mich einerseits bedanken. Dann ist mir aufgefallen beim Schneiden, dass wir nicht erwähnt haben, dass dieses Video ein Werbevideo ist. Und zwar unterstützt das Video wieder BookBeat. Einige können es nicht mehr hören, aber ich will es immer wieder sagen, weil BookBeat einfach etwas ist, wo ich hinterstehe und was ich einfach super gerne mag und auch privat einfach nutze. Und zwar ist BookBeat, wie ihr vielleicht denn schon wisst, eine Hörbuch-App. Es ist ein bisschen das Netflix der Hörbücher. Es gibt über 100.000 Hörbücher. Die könnt ihr auch offline streamen, also herunterladen und nach Belieben hören. Es gibt drei Abo-Modelle, die ich euch hier kurz einmal einblenden werde. Ich nutze eigentlich immer entweder das Größe, das sollte für 19,95 sein, oder das mittlere, das kommt immer gerade drauf an, wie viel Geld ich zur Verfügung habe. Aber ich habe für euch auch noch einen Code, den kennt ihr wahrscheinlich auch schon, das ist 1000 Pages und damit könnt ihr einen Monat lang BookBeat einmal ausprobieren und testen, statt 2 Wochen wie üblich. Und da könnt ihr unlimited alle Hörbücher einmal hören. Ich finde es mega, mega cool. Und hier sind auch ein, zwei Bücher dabei, die ich wahrscheinlich dann auch über BookBeat hören werde. Und jetzt wünsche ich euch aber viel Spaß mit dem Video und überlasse Johannes das Reden. Hey Leute, hier ist schon wieder 1000 Pages of a Fangirl und ich. Und wir machen jetzt ein, was hast du gesagt? Ich suche dir die Bücher aus, die du dann leasen wirst für den Februar dementsprechend. Das nennt sich auch, das Ganze nennt sich auch TBR, wenn ich richtig. Ja, Wow, mega ich bin gut. schon richtig im Business drin. Ja, und wenn du willst, können wir auch gleich mal schon Ja, starten ich mit den bin ersten gespannt. Büchern. Hier einmal die Zuckermeister. Ich halte es mal noch ein bisschen hoch. Warte, ich muss erstmal bei der Kamera richtig checken. Okay, der magische Pakt. Finde ich, also ist sehr eindrücklich vom Cover. Man kann auf jeden Fall hier, also schon mal viel, sage ich mal, sehen. Und das weiß ich, dass du das noch nicht gelesen hast. Und von dem her gönne ich dir einfach mal das für den Februar Ja, hier. da freue ich mich auch mega drauf, weil ich finde das Cover auch mega, mega schön. Hast du schon was gehört zu dem Buch? Ja, das ist tatsächlich eine Bekannte von mir, die Tanja Vohsen, die es geschrieben hat. Okay. Ja, es ist tatsächlich ein Kinderbuch, aber ich finde es mega, mega schön für ein Kinderbuch. Ich weiß nicht, du machst es auch mega Sind schön auch mit Illustrationen und so. Illustrationen und sowas, Ja, ja. Ja, ist es mega sieht schön gemacht. Oh. schön aus. Ah nee, ist nur Werbung. Ich dachte, das ist signiert vielleicht. Ja, es geht um. Guck mal, der ist Ah, Elina. jetzt darf ich die Rückseite ja lesen, Ja, genau, ne? es geht nämlich um Elina. Mit dem M davor, Ja, wäre es weißt du, fast du Elina? das, Ja. ja. Und es geht halt irgendwie um Elina und ihren Freund treffen, finden zusammen so eine Truhe aus magischen Ich hätte Süßigkeiten. gedacht, es sind Geschwister, aber Ich ja. glaube nicht, ich weiß es auch 100% nicht, aber es geht um magische Süßigkeiten und die verbessern halt irgendwie, dass du schneller bist und schlauer und so. Also ein bisschen Superkräfte durch Süßigkeiten. Okay, Und dann interessant. gibt es einen Bösewicht, der möchte dann natürlich die Süßigkeiten haben und die beiden müssen halt ihre Süßigkeiten-Truhe vor ihnen verstecken. Ich finde, es klingt eigentlich ganz süß. Ja, aber passt ja Auch, zu dir. Ich ja. meine, die Protagonistin heißt fast so wie du und es geht um Süßigkeiten. Es passt auch zu dir, Lol. deswegen. Nee, freue ich mich mega Ja. drauf. Hast du richtig gut ausgesucht. Na, dann Dankeschön. gucken wir mal, ob der zweite auch so gut ist, der zweite Ja. Titel. Hier. Warte, jetzt habe ich selbst nicht geschaut, wie es heißt. Legendary. Ja. von Stephanie Garber. Oder ist die Deutsche? Nee, die ist Ach ja, Amerikanerin. dann vergesst Gabor, es, wie ich es glaube ich. ausgesprochen habe. Ja, also finde ich, sah auch interessant aus und das sieht auch, also ein bisschen wie ein, tatsächlich wie eine Karte von einem, also eine Spielkarte meine ich jetzt, so ein normales Skatblatt mäßig, aber geht wahrscheinlich hart nicht darum. Doch. Okay, Mega gut. wow. Krass. Ja, also sah interessant aus. Es hat anscheinend auch noch mehrere Teile, wie ich dann beim Durchstöbern deiner Bibliothek entdeckt habe. Es gab auch noch ähnliche Bücher. Ich weiß es nicht, ist das der erste davon? Nee, ist der zweite und ist perfekt, weil ich habe den zweiten genau noch nicht Okay, gelesen. ja, dann ist ja gut, ne? Ja, Dann perfekt. kriegst du hier auch mal den Es hier ist in die voll krass, dass Hände. du das erkannt hast mit der Skatkarte, weil der erste sieht ja so ähnlich aus, den hast du ja, glaube ich, auch in der Hand. Ja. Und es geht um ein Spiel, also es ist eine ganze Spieleinsel sozusagen, wo der Überlebende sozusagen oder der Letzte, der Gewinner sozusagen von dem Spiel, einen Wunsch frei hat, egal Okay. was. Und es machen zwei Geschwister mit im ersten Teil, die halt unbedingt dieses Spiel gewinnen wollen, weil sie werden von ihrem Vater misshandelt und sollen zwangsverheiratet werden und so eine Sachen. Wie es denn halt immer so ist. Ja. Kennt man ja, ne? Yeah.
Und deswegen, es geht halt um so eine Spieleinsel sozusagen. Und deswegen fand ich das mit dem Skatblatt, dass du es erkannt hast, beziehungsweise was eine Karte ist. Natürlich, würde ich sagen. Voll gut. Aber ja, darauf habe ich mega Bock, weil der erste war richtig, richtig gut. Und ich hätte, glaube ich, selbst nicht nach dem zweiten gegriffen, aber jetzt. Jetzt musst du es lesen. Jetzt muss ich es lesen. Voll gut. Pech gehabt. Ja, nee, voll Glück gehabt, würde ich sagen. Also, der nächste Titel hier, Normale Menschen von Sally Rooney. Habe ich tatsächlich, also ich glaube, ich war mit dir, ich gehe sonst selbst nicht so auf den Bücherhandlung, aber da habe ich das auch gesehen. Ich glaube, es war sogar in den Bestsellern drin, kann das sein? Wir haben es tatsächlich zusammen gekauft. Ja, ja, also daher kenne ich das zumindest und ich glaube, deswegen habe ich auch danach gegriffen, einfach Unterbewusstsein. Ja. So, das kenne ich, das greife ich. Keine Ahnung, worum es geht. Wahrscheinlich um normale und nicht normale Menschen. Ich weiß es 100% tatsächlich auch nicht. Ich habe es mir gekauft, weil das ist eins von Alinas absoluten Highlight letztes Jahr gewesen. Okay. Und eigentlich haben Alina und ich immer den gleichen Geschmack in Büchern. Ich glaube, es gibt nur zwei Bücher, die wir nicht gleich mögen. Mhm. Und es soll aber irgendwie darum so ein bisschen gehen, das sind beste Freunde und die kommen aber irgendwie nie zusammen. Und da ist immer das Leben dazwischen und es soll richtig, richtig emotional und gut sein. Ist aber auch gar nicht so dicht. Ich glaube, es hat 300 Seiten. Ja, deswegen voll gut. Ja. Und darauf habe ich auch mega Lust. Also, ich habe tatsächlich auch geschaut, dass ein nicht so dickes dabei ist, damit du es auch wirklich mal für den Februar noch schaffst, ne, die alle zu lesen. Oh, denkst du, glaubst du schon daran, dass ich es nicht schaffe? Eigentlich müssen wir uns fast was überlegen, was, wenn du es nicht schaffst, dass du dann irgendwie eine Strafe bekommst. So, vielleicht gibt es ja Bücher Ideen dazu, was für Strafen die Melina bekommen könnte. Oh nein. Ja, nächstes Buch. Du bringst Leute auf schlechte Ideen. Nein. Doch, doch. Nein, ich mache mal das nächste Buch, ja. Jack the Ripper, weiß gar nicht, Stalking Jack the Ripper. Es hat auf jeden Fall Jack the Ripper im Titel und das klang halt schon mal für mich irgendwie interessant. Und du magst ja allgemein auch, sag ich mal, so das ganze Mörderzeug, True Crime. Mhm. Bist ja auch richtig Fan davon. Mega. Gönnst du sich den ganzen Tag. Und es ist sogar tatsächlich hier ein wieder das Lesezeichen drin. Das heißt, du hast es schon angefangen und nicht beendet. Und ich bin ja davon Fan, Sachen zu beenden. Ne? Deswegen kriegst du hier Stalking Jack the Ripper. Dazu kann ich dir kurz auch was sagen. Erstmal hat es beim Umzug übelst gelitten. Oh ja, war es Alpen? Nee, ich glaube, es war der Umzugskarton. Oh. Und es hat ein Lesezeichen drin, weil ich es richtig schlecht fand. Aber tatsächlich wollte ich dem Ganzen mal eine Chance geben, weil halt diese Geschichte so gut klingt. Weil es ist halt eine junge Frau, die... Warte, jetzt klingt es so, als hättest du das ausgesucht, mit dem du wolltest ihm noch eine Chance geben. Ja, aber ich wollte ihm wirklich nochmal irgendwann eine Chance geben. Also bevor ich es halt nicht lege, also weil die anderen Teile sollen auch mega gut sein. Es sind halt noch vier Teile danach. Es geht halt um eine junge Frau, die sehr gebildet ist und sie darf aber keine Medizinerin werden. Aber sie guckt ihrem Onkel, ist das glaube ich immer zu, der Mediziner ist, heimlich. Und trifft er auch auf einen Kerl, der Jack the Ripper sein könnte. Ich glaube halt schon jetzt, ich bin knapp bei der Hälfte oder sogar noch weniger. Ja. Und ich bin schon der Meinung zu wissen, wer Jack the Ripper ist. Also glaubst du nicht die angebliche Person? Nein, was sie denkt gerade, ist glaube ich nicht richtig. Und ich glaube, ich weiß halt, wer Jack the Ripper ist. Und das macht das Buch ein bisschen langweilig. Ich weiß natürlich nicht, ob ich recht habe. Deswegen wollte ich es halt auch nochmal beenden, um am Ende zu sagen... Ich habe recht. Ja. Aber ich werde ihm auf jeden Fall eine Chance geben im Februar. Okay, viel Spaß damit. So, viel Spaß damit. Viel Spaß mit Chapter Ripper, Stalking Chapter Ripper. Mhm. Nächstes Buch. Mhm. Okay. Das, ich muss kurz selbst lesen, ein wirklich erstaunliches Ding. Und ich glaube, das habe ich auch wieder einfach nur, also ich habe keine Ahnung, worum es da geht. Es sah einfach cool aus, keine Ahnung, ich mag den Kontrast zwischen dem Blau und dem Gelb, das war so der Grund, warum ich es ausgewählt habe. Sieht moderner aus auf jeden Fall und ich wünsche dir auch damit viel Spaß. Und ich kann kurz mal sagen, worum es da auch geht. Ja, weißt du, dass ich das... schon gelesen, also dass ich schon dabei bin, es zu lesen, also zu hören als Hörbuch? Keine Ahnung, ich habe einfach irgendwas aus deinen Büchern ausgewählt. Ich höre es gerade als Hörbuch und es hat einen wunderschönen Rough Cut. Das mache ich richtig gern. Siehst du das? Das nennt man Rough Cut. Das haben nicht alle Bücher. Okay. Das finde ich cool. Cool. Okay. Ja. So ein richtiger Nerd-Fact. Ich glaube sogar, das ist ein Buch, was dir auch gefallen könnte. Es geht nämlich um. Wegen dem Rough Cut. Wegen dem Rough Cut. Ja. Es geht um. Kennst du eigentlich John Green? Mm. Das ist der von ein. Warte. Das Schicksal ist ein mieser Verräter. Das ist der Autor davon, oder was? Das ist sein Bruder. Zumindest schon gehört, aber es kann auch im Namen liegen, weil der ziemlich geläufig ist, deswegen. Ja, aber das wäre sein Bruder gewesen. Ja.
Und es geht hier um eine junge Grafikdesignerin in New York, die so ein bisschen unzufrieden ist, weil sie jetzt halt Grafikdesignerin ist. Sie wollte immer mehr machen, sie hat auch Kunst studiert und dachte halt, sie kann damit irgendwie was Großes machen. Und gerade in ihrer Unzufriedenheit läuft sie halt irgendwie mal wieder, weil sie Überstunden gemacht hat, um 2 Uhr nachts nach Hause und sieht dabei eine riesengroßen Roboterskulptur halt irgendwie und Okay. läuft dran vorbei und denkt dann, ey, ich bin selbst so ein krasser New Yorker geworden, ich nehme das alles gar nicht mehr wahr, jetzt mache ich was daraus, das ist krasse Kunst, was hier steht, das ist irgendwie neu da und macht ein Video darüber und das Video geht total viral, weil es stellt sich raus, dass diese Roboterskulpturen stehen überall in der ganzen Welt, überall an so wichtigen Plätzen. Und ja, sie wird sozusagen zur Botschafterin der sogenannten Karls, wie sie die Roboter nennen. Denn es stellt sich auch heraus, dass Stimmt, die es sind ja auch tatsächlich ganz, Roboter drauf, wenn man jetzt mal genau ja. schaut. Und es stellt sich Krass. heraus, dass die Karls Außerirdische sind. Und man weiß nicht, was sie wollen und ob sie gut oder böse sind. Okay. Und das ist super krass, weil es ist super kritisch mit Social Kennst du Media der Gigant und aus dem alles. All? Ja, das sieht schon Also sehr. sieht ähnlich aus, ist ein großer Ja. Roboter, keiner kennt ihn, aus dem Weltall. Ja. Ja, Aber es hat ist auch Parallelen. super kritisch gegenüber Social Media und sowas und was es mit dir machen kann. Und es Okay. ist super cool geschrieben eigentlich. Ich bin jetzt bei der Hälfte, glaube ich. Mir fehlt noch ein bisschen was. Aber das kriege ich auf jeden Fall beendet. Da bin ich Ja, klingt optimistisch. interessant, ne? Ja. Ja. Das war's. Eigentlich hast du mir nur 5 Bücher rausgesucht, weil ich glaube, mehr als 5 Bücher schaffe ich. Also Vielleicht sind es Februar im ist ja März sogar. nochmal 6 oder so. Ja, weil, aber der Februar ist ja auch kürzer. Das dürfen wir auch nicht Ja. vergessen. Und ich bin ja noch nicht so 100% im Lesegame wieder drin, durch Elfenkrone vor allem auch. Das hat dich schon nicht aus der Bahn geworfen, ne? Ja, schon mega. Ja. Ja, deswegen sind 5 Bücher, glaube ich, ideal. Und auch ein Kinderbuch dabei, 2, die ich schon angefangen habe, das ist mega. Das ist richtig gut ausgesucht. Ich weiß. Ich weiß. Möchtest du abmoderieren? Abmoderieren. Ja. Ich habe schon die Anmoderation gemacht. Also soll ich die Ich Abmoderation überlasse sie machen? dir. Oh, wow. Ein Gentleman. Ja, Leute, vielen Dank, dass ihr euch das Video angeguckt habt. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Johannes hat diesmal mein TBR ja ausgesucht. Schreibt mir also auch gerne mal, wie ihr den findet. Ich finde ihn tatsächlich fast besser als meinen eigenen Januar-TBR. Also, es klang gerade Richtig so, wie ihr den findet, im Sinne von, wie ihr mich gut. findet. Hat schon gedacht. Nee, wie ihr den TBR natürlich findet. Und genau, das war's tatsächlich mit dem Video. Wir gucken dann natürlich Anfang März, ob ich das alles geschafft habe. Ich denke schon, ich hoffe es. Ich bin Mal optimistisch. schauen, aber. Ich bin auch optimistisch. Okay. Und ja, wünsche euch einen wunderschönen Tag und ja, lasst doch gerne ein Like da und kommentiert und sonst tschüss. Ciao, ciao.